Hallöchen und einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Willkommen zurück zu einem weiteren Projekt hier auf meinem YouTube-Kanal. Wie schon erwähnt, habe ich gerade keine Zeit, neue Sachen für YouTube aufzunehmen, weil privat ein bisschen was los ist. Aber ich habe noch ein bisschen was von Assassin's Creed Mirage auf Lager. Da haben wir es auch auf Twitch gestreamt. Ich möchte aber dazu sagen, das ist nicht das komplette Spiel von Anfang bis Ende. Es war nämlich überhaupt nicht geplant, dass ich das Spiel überhaupt streame. Ich hatte nur ein bisschen Langeweile und habe dann mal zwischendurch ein bisschen gestreamt und irgendwann, ja, habe ich dann doch gestreamt, dieses Spiel. Aber es fehlt auf jeden Fall der Anfang und es fehlen auch zwischendrin hier und da mal ein paar Missionen. Aber bevor hier auf diesem Kanal jetzt monatelang gar nichts kommt, denke ich, ist das immer noch besser. So, in diesem Sinne, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit Assassin's Creed Mirage. Wie gesagt, der Anfang fehlt, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Es geht ja nur ein bisschen um bunte Bilder angucken und so. Ja, jetzt viel Spaß und danke fürs dabei sein. Achso, ganz vergessen zu erwähnen, ich habe teilweise direkt über meine PS5 gestreamt. Dementsprechend ist die Bild- und Audioqualität ein bisschen anders. Man hört es schon ziemlich deutlich, aber das ist halt so. Tschüss. Halt dich doch an den Pflanzen fest. Nee, wartet, ich gehe wieder von der anderen Seite. Hier sind ein paar Wachen. Guten Tag. Guten Abend. Lass es einfach. Ja, von hier war ganz gut, hier hochzugehen. Hm? Hier drüben sind ja jetzt auch alle schon erstmal weg. Oh. Ah, nee, das ist der von ganz oben. Der steht immer noch da oben und wundert sich, wo ich hin bin. Haben wir da unten noch die Wachen? Kann ich... Warte mal, ich brauche den mit dem Schlüssel auf jeden Fall noch. Sonst komme ich hier unten nicht in die Tür. Ich habe leider nirgendwo was, was explodiert oder explodieren könnte. Ich habe auch nichts, was ich auf die Wachen im Tor schmeißen könnte. Okay, irgendwie müssen wir das, kriegen wir das jetzt auch noch hin. Eins, zwei, der mit dem Schlüssel. Der sieht wie ein Schreiber aus. Leute da, ne? Hey, wo gehst du hin? Das guckt keiner in meine Richtung. Geh doch runter! Hey, was? Oh Gott, Basim! Warte! Hey! Mal hier vor! Das war's jetzt mit Schleichen auf jeden Fall. Komm
Noch suchen sie mich, aber... Ich weiß gerade nicht, welche Taste war für heilen. Bisher habe ich immer Bären gegessen. Ich musste mich noch nicht so heilen. Wo bist du, meine kleine Gast? Achso, wir können hier nicht über den Zaun. Unser Opfer ist da gerade so schön am Strohballen. Den nehme ich in Verwahrung. Ich habe ihn einfach in Embryo-Stellung in den Heuhaufen geworfen. Schön. Das sieht nach dem Heim eines Schreibers aus. Gefunden. Eine Gefängnisliste. Jeweils mit unterschiedlichen Zeichen. Jetzt nicht raus. Okay, so sagt Wasi wahrscheinlich nur noch... Ja, hier raus. Ich muss auch sagen, die Wachen haben einen richtig guten Job gemacht. Aber wo ist die... Hier ist noch eine Kiste. Hier oben. Meint ihr, wir kriegen die zwei Wachen da oben noch tot? Oh, hier kann ich essen. Und wenn wir einmal hier sind, könnten wir die Kiste da oben noch mitnehmen. Ob wir hier hochkommen. Da will er nicht hoch. Ah, hier ist ein Flaschenzug. Ja. Entspannt. Ist nicht laut oder so. Finde Frieden, Krieger. Eine glorreiche Erinnerung. Ich bin Soldat und ein Mann klarer Worte. Doch muss ich versuchen, den Besuch des Botschafters zu beschreiben. Der ganze Palast erstrahlte im Glanz. Prächtige Teppiche dämpften den Tritt. Unsere Pferde trugen Sättel aus Silber und Gold. Die ganze Stadt kam, um dem beizuwohnen. Wenn mir der Speer schwer wird und Schweiß meine Rüstung drängt, werde ich diese Worte lesen und mich an die stolze Freude erinnern, wahrer Größe so nah gewesen zu sein. Blut!
hier noch mehr? Also was ich schon geskillt habe, ist, dass ich Leute, die ich mit einem Attentat töte, direkt automatisch loote. Oh, nicht wieder so ein Schieberätsel. Das hatte ich gestern schon. Kommen wir nicht weiter, weil da sind... Töpfe im Weg. Aber ich kann die ja nicht kaputt machen, wenn ich nicht dort hinterkomme. Ich passe ja auch nicht hier durch. Überm Zaun oder so. Automatisches Loot, wie praktisch. Das bringt mich zu einer wichtigen Frage. Wie groß ist dein Inventar? Ich glaube, ich kann nicht überladen sein. Aber ich weiß es nicht, ob es hier irgendwelche Grenzen gibt bei den Materialien. Aber ich habe keine Gewichtsanzeige. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall ein Manko. Ich weiß nicht, ob ich hier überladen sein kann. Bei Cyberpunk geht das, aber hier weiß es nicht so richtig. Aber ich hasse diese Schieberätsel. Was genau soll ich tun? Ich kann es auch nicht zur Seite schieben. Aber ich komme hier nicht weiter, weil hier sind... Tontöpfe dahinter. Ja. Passt doch wohl hier durch. Oh. Ich bin blöd. Ich hab doch Wurfmesser. Wie wär's, die zu benutzen? Yeah. Bringt nur nix. Geschafft. Ich bin bei den kleinsten Rätseln einfach überfordert. Ein Verbesserungsplan. Cool. Direkt Sternabzug. Ja. Gefühlt. Auf jeden Fall. Jetzt habe ich meine Wurfmesser verschwendet. Was, wenn ich die jetzt brauche? Eine Truhe zum Auffüllen? Das ist noch eine Truhe. Kann ich hier runter? Basim atmet manchmal so laut, ne? Hm.
Hat er nicht gehört? Okay. Ich dachte gerade, hier steht noch einer. Truhe. Haben wir den Ort eigentlich gesäubert. Und wir sind bei der Nachforschung weiter. Und es gibt News zu... Okay, wir gehen zurück ins Bruderschaftshaus. Und zu Darvish. Wo war sein Laden? Hier. Schnellreise nicht verfügbar, weil ich im Sperrgebiet bin. Sonst machen wir fix eine Schnellreise. Da ist ja noch einer. Abend. Das habe ich auch übrigens gestern schon öfters beobachtet. Die Leichen fliegen teilweise sehr wild umher. Da ist noch was Gelbes. Hier kommen wir runter. Wie wir aus dem Sperrgebiet kommen. So. Und Roshan wollen sicher über diese Entwicklung informiert werden. Ja, aber ich wollte erst noch ein Artefakt. Das finde ich halt so schwierig, dass ich jetzt Darvishs Laden. Ich kann hier keinen Wegpunkt hinsetzen. Weil sobald ich dort einen Wegpunkt setzen will, komme ich in die Nachforschungsübersicht. Also muss ich jetzt hoffen, dass es im Kompass oben. Das ist doch eher das die goldene Hand da oben ist doch ein Zeichen dafür, dass da jemand ein Artefakt hat, oder? Eine Katze! Läuft die mir jetzt auch hinterher? Ja! Komm mit! Okay, jetzt sind wir ready für einen Mini-Skill-Check. Okay, ich habe den Skillcheck nicht getroffen. Ach ja, ich bin richtig geflüchtet. Ich habe ein Artefakt. Ich grüße dich. Schön, dich wiederzusehen, Basim. Ah, ich brauche 3, damit ich sie dir geben kann. Kann ich nur 1 geben?
Dein Rüstzeug ist ein wenig abgenutzt. Ja, wir könnten... Also ich kann auch verkaufen. Wir könnten nochmal zum Schneider und zum Schmied gehen. Bleib gesund, alter Mann. Vielleicht mache ich das nochmal kurz. Möge Allah uns wieder zusammenführen, Basim. Aber habt ihr kurz die Fahndungsstufe unten gesehen? Ich brauche... Ah, das ist der nächste Stadtteil. Hier ist Schneider. Ein Näheren vielleicht, weil ich bin jetzt gerade hier hinten. Ja. Ist ein Schneider und ein Schmied. Da muss ich die Markierung hier hinten natürlich wieder wegmachen. Schneider. Okay. Vielleicht können wir unsere Ausrüstung schon verbessern. Hier bei diesem Herrn können wir uns übrigens freikaufen, wenn wir besucht werden, zum Beispiel. Aber dafür brauchen wir solche Marken. Und diese Marken kriegen wir nur durch Taschendiebstähle. Ja, bei dem zum Beispiel müsste der Skillcheck relativ groß sein. Dienstleistungen der Schmiede und Schneider. Schmiede lassen dich deine Waffe verbessern, wenn du genügend Materialien hast. Jede Waffe kann zweimal verbessert werden. Schneider bieten einen ähnlichen Dienst für Monturen an. Verbesserungen kosten Ressourcen, Stahlbahn und Leder. Findest du beim Erkunden der Welt. Öffnen und Truhen und Aktivitäten. Du brauchst auch bestimmte Verbesserungspläne, um Waffen oder Monturen zu verbessern. Diese sind selten und du findest sie meist in gut bewachten Truhen. Waffen zu verbessern erhöht ihre Werte. Monturen zu verbessern wertet ihre Vorteile auf. Ich wollte es... Skillcheck. Da. Seht ihr, bei so einfachen Taschendiebstählen ist der Skillcheck viel größer. Also einfacher zu treffen. Frieden, Zadik. Sei gegrüßt. Was hast du da? So viel Auswahl. Eine starke zusätzliche Schutzschicht ist immer gut. Ich meine, rein theoretisch eigentlich hören die eh nie, wenn ich ein Attentat verübe, aber ich verbessere das mal. Kann ich nicht verbessern? Warum nicht? Das könnten wir verstärken. Ach so, ich habe den Verbesserungsplan dafür nicht. Aber das will ich nicht verbessern, weil die Montur will ich das nicht anziehen. Das war's also für heute? Ja. Auf ein andermal. Komm gern öfter vorbei.